Ihr würdet sie nicht tot über den Zaun hängen als Jugendlicher. Noch lang kein Grund, mit Bomben zu drohen. Kein Schuss, kein Funk, bis Kaspar das Objekt für sauber erklärt hat. Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, aber es muss vorwärts gelebt werden. Keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber er muss dabei offensichtlich an dich gedacht haben, Günther. Glück, also vom Schicksal geliebt zu werden, hilft sicher, aber man braucht auch Talent, Ehrgeiz. Und Biss. Und zwar von der Sorte, wie du ihn hast. Ihre Rede hat mich berührt. Danke. Man wird ja nicht jeden Tag pensioniert. Sind Sie auch bei der Bundespolizei? Trotzdem mein Kollege. Entschuldigung. Kann ich Ihnen aushelfen, Kommandeur Anhoff? Danke. Gern. Nehmen Sie den. Herr Anhoff, könnte ich Sie mal kurz was fragen? Worum geht's? Und zwar geht's um den Fall Aslan. Da habe ich Neuigkeiten. Ach so, ja. Dann kommen Sie mal. Mhm. Können Sie auch hier drin ausfüllen. Zu spät, Kollegen. Atlas 1551. Explosion nahe Einsatzort. Brücke Ecke Wolle Straße. Sie ist tot! Hier ist noch einer! Er lebt! Eine Tote, ein Schwerverletzter. Aus! Raus hier! Sieht nicht nach Gas aus! Das Ultimatum läuft erst in 4 Stunden ab. Los, raus mit dir! Raus! Ihr Glaube an das Gute macht sie stark. Ihr Mut macht sie zu Helden. Fünf Spezialisten. Ein Team. ESG 9. Die Forderung ist vor 2 Stunden im Innenministerium eingegangen. 10 Millionen Euro auf ein Konto in Havanna bis 14 Uhr. Wir haben den Anruf lokalisiert, Z50 ist sofort hin. Als sie vor Ort waren, hat es gekracht, allerdings eine Ecke weiter. Er hat nochmal angerufen, vor 3 Minuten. Der Explosion in der Lottoannahmestelle werden weitere folgen. Und zwar so lange, bis das Geld auf dem genannten Konto eingegangen ist. Sollte dies bis 14 Uhr nicht geschehen sein, wird die Stadt einen Big Bang erleben, den man nicht so leicht vergessen wird. Was haben wir? Er ist männlich und deutscher, laut Stimmmusterprüfung. Außerdem wird gerade ein graphologisches Gutachten seiner Handschrift erstellt. Das hier lag im Jugendzentrum. Zu spät, Kollegen. Damit hat er offensichtlich uns gemeint. Ein Ex-Polizist? Was wissen wir über den Sprengstoff? Gutachten der KTU müsste gleich da sein. Vom rechten Arm der Frau war nichts mehr übrig. Als hätte sie den Sprengkörper in der Hand gehalten. Aslan, eine Kollegin vom BKA will Sie sprechen. Es gibt was Neues über den Mord an Ihrem Bruder. Und was? Sie erwartet Ihren Anruf. Die Explosion wurde ausgelöst durch synthetischen Sprengstoff vom feinsten TNV-3. Neueste Erkenntnisse vom BKA. 2 Komponenten Sprengstoff. Neuentwicklung vom Mossad. Top of the list.
Mehr Sprengkraft auf kleinem Raum gibt's nicht. Laut KTU war es in einem Kugelschreiber implantiert. In einem Kugelschreiber? Ja, und sie haben den gleichen Sprengsatz im Jugendzentrum sichergestellt, mit identischem Aufdruck. Tu was. Er hat dich angesprochen? Er kennt meinen Namen, meinen Dienstgrad. Er hat sich als Kollege bezeichnet. Ich kenne ihn auch irgendwoher. Ist mir nie aufgefallen, wie viele von denen hier rumliegen. Bingo! Ich habe zweimal nachgezählt. Einer fehlt. Hast du was damit zu tun? Ich hab ihn verschenkt. An den Kommandeur der GSG 9. Wie an den Kommandeur? Wo? Bei der Verabschiedung eines verdienstvollen Kollegen. Ein Affentheater, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sag mal, Martin, was soll das? Willst du uns in den Knast bringen? Ich bringe euch in die Karibik. Da kannst du mir ruhig ein bisschen Spaß gönnen. Geht ja hier nicht um Spaß. Lass ihn. Ihm geht's nicht gut. Ihm geht's gut genug, sein eigenes Ding zu machen. Und alles zu gefährden. Er weiß, was er tut. TNV-3 lässt sich nicht so einfach nachweisen. Wie auch. Offiziell existiert das Zeug noch gar nicht. Holla. Was ist? Das Perfide daran ist die Zündung. In dieses Plastikteil zwischen Druckknopf und Mine ist eine Sollbruchstelle eingebaut. Beim ersten Mal passiert gar nichts. Aber irgendwann beim 10. oder vielleicht beim 15. Mal bricht es. Die beiden Komponenten fließen zusammen. Bam. Soll das heißt, noch nicht mal er weiß, wann und wo die Dinger hochgehen, wenn sie im Umlauf sind? Nicht er sucht seine Opfer aus, er lässt sie aussuchen. Per Zufall. Und so haben wir kaum eine Chance, die Dinger zu finden. Weiß man schon, was dieser Aufdruck bedeuten soll? Noch nicht, aber wir sind dran. Vielen Dank und sowas. Können Sie behalten? Echt? Ja, ja, klar. Oh, danke schön. Gerne. Wollen Sie auch noch unser Zeug? Gerne, ja. Super. Was ist das denn? Ja? Da noch ein bisschen. Läuft ganz gut, ne? Ich gebe Ihnen mal einen Kuli mit, ne? Danke schön. Der Verein sammelt Unterschriften an der Friedrichstraße. Wir haben dort bislang noch niemanden erreicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass die dort auch Kugelschreiber verteilen. Also der Kiosk und x Unschuldige, die es wahllos trifft. Ist doch Wahnsinn. Die Wangenknochen höher. Selbst bei einer Erpressung gibt es Regeln. Der kann hier kein Szenario entfachen, das nicht zu kontrollieren ist. Wenn hier jede Stunde in der Stadt irgendwo eine Bombe hochgeht, dann glaubt er nicht im Ernst daran, dass da noch irgendjemand mit ihm verhandelt. Vielleicht will er ja gar nicht verhandeln. Vielleicht will er uns nur eine Weile beschäftigen. Er ist eitel, er stellt seine Fähigkeiten zur Schau, er will mir imponieren, sieht in mir so eine Art Instanz. Der Mann ist ungefähr Mitte 50, könnte hinkommen. Prüfen Sie sämtliche Akten von Mitarbeitern und Bewerbern aus meiner Zeit als Ausbilder. Von denen haben sie schon verteilt. Keine Ahnung. Also wer unterzeichnet hat, konnte sich einen nehmen. Wollten aber nicht alle. Aber halt, kann ich sie haben? Nein, eigentlich nicht. Hey. 5-1 an alle. Wir suchen 37 Personen mit Luftballons und oder Aufklebern. Wir sperren großräumig ab. Aber Leute, Panik vermeiden ist oberste Priorität. Jeden, der rausfüllt, auf einen von diesen Kulis checken. Wenn ihr einen findet, Erschütterung unbedingt vermeiden. Auf keinen Fall die Minenfeder betätigen. Alle Namen der Personen sind an mich durchzugeben. 5-1 Ende. Moment. Von Brenndorf, Bundespolizei. Na, Prinzessin? Hast aber einen tollen Luftballon. Hast du auch einen Kuli bekommen? Hat mein Papa. Martin Gauss, Sprengstoffexperte der 9. Kompanie, die Eliteeinheit der DDR-Volkspolizei.
Nach der Wende bewirbt er sich beim BGS und bei der GSG 9. Beide Male abgelehnt nach Sicherheitsüberprüfung. Danach Arbeitslosigkeit, private Probleme, Sozialhilfe. Der komplette Absturz. Von der Elite zu Hartz IV. Damals kein Einzelfall. Anruf für Sie. Arno? Mittlerweile wissen Sie wohl, wer ich bin. Jemand, der mich nicht besonders mag, sonst hätten Sie nicht versucht, mich mit Ihrer Bombe umzubringen. Kommandeur, ich bitte Sie. Ich weiß doch um Ihre Fähigkeiten. Aber wissen Sie auch um meine? Herr Gauss, Sie wissen doch, wie der deutsche Staat mit Forderungen wieder Ihren umgeht. Hören Sie, je eher Sie einsehen, dass Sie mich nicht kontrollieren können, desto weniger Menschen werden sterben. Glauben Sie mir, oder Sie werden erleben, wie ich meine Mittel wirklich effektiv einsetze. Sie zahlen. 14 Uhr. Na, guten Morgen. Kann ich mal Ihre Tasche sehen? Was macht der Ischias? Gut, danke. Alles klar, vielen Dank, Sie können gehen. 5-1. Thorsten Brenkholt von der Liste streichen. Okay, sachte. Atlas 100 von 5-1. 100 hört. Wir haben jetzt 14 der Sprengvorrichtungen gesichert. Ich schicke euch die verbliebenen Namen rüber, dann könnt ihr versuchen, sie anhand der Handynummern zu orten. Verstanden, 5-1. Big Bang. Effektiver Einsatz der Mittel. Wenn er es richtig krachen lassen will, dann braucht er schon mehr als nur ein paar Kugelschreiber. Geh noch mal die Liste der gefährdeten Objekte durch. Atlas 100 von 5-4, schon was von der KTU gehört? Ja, im Jugendzentrum wurde noch was gefunden. Neben TNV3 auch Spuren einer Nitratverbindung. Das Düngemittel. Der Kerl hantiert mit TNV3 und dann holt er sich Zutaten aus dem Baumarkt wie ein Anfänger. Das passt nicht zusammen. Da bin ich auch schon drüber gestolpert. Ich halte euch auf dem Laufenden. 5-1 von 100. Ich habe eine Nummer mit Ortung. Adalnesin, ungefähr 500 Meter von euch auf 4 Uhr. Ich stelle eine Verbindung her. Hallo? Schurlau, Bundespolizei. Herr Nesin, es geht um den Kugelschreiber von der Unterschriftaktion. Haben Sie den bei sich? Ja. So? Herr Nesin, ich muss Sie dringend bitten, ihn nicht anzufassen. Bis ich bei Ihnen bin, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Was ist mit dem Kulimann? Herr Nesin, können Sie mir Ihre genaue Position beschreiben? Halt! Ich sehe Sie, bin schon bei Ihnen. Nein, stopp, mich anfassen! Ja? Sie an. Alles klar, ich geb's weiter. Atlas 100 an alle. Keiner der Kulis ist bisher scharf. Die Leute von der KTU wollen wissen, was sie mit einem Karton voller Plastikkulis anfangen sollen. Sie haben keine Ahnung, was für ein verdammtes Glück sie hatten! Alter! Hey, hey. Du hast mir voll Schiss gemacht mit deinem Spruch. Da hab ich nur gedacht, weg damit. Atlas 100 von 5-1. 100 hört. Wenn die Dinger scharf wären, dann hätten wir hier eben den Big Bang erlebt an der Tankstelle. Der verarscht uns doch. Wir suchen in der ganzen Stadt Kulis und der zieht in aller Ruhe sein Ding durch. Moment mal. Die Spuren von Düngemitteln im Jugendzentrum. Wer sagt denn eigentlich, dass Gauss damit vor Ort hantiert hat? Vielleicht hing das Zeug nur an ihm dran. Schuhe, Kleidung, Armbanduhr, Mitbringsel vom Arbeitsplatz. Eine Fabrik für Düngemittel? Man braucht nicht unbedingt eine große Bombe für den Big Bang. Es genügt eine kleine, gezündet an der richtigen Stelle. Hier. Das Berliner Düngemittelwerk Nitrachem. 89. Da war dieser Gauss so alt wie wir heute. Hat einen Traumjob bei der 9. Kompanie. Karriere, alles durchgeplant. Und dann plötzlich Reisefreiheit. Power weg, DDR weg, alles weg. Von 100 auf 0, einfach so. Kann uns auch passieren. Dass wir mal verreisen dürfen oder dass wir Chemiefabriken in die Luft sprengen? Ultimatum abgelaufen. Kein Geld überwiesen.
Sie begreifen immer noch nicht, wer hier wen in der Hand hat. Bringen wir sie an. Wir beenden unsere Schicht wie üblich. Glaubst du wirklich, dass sie auf unsere Bedingungen eingehen? Wir haben gar keine andere Wahl. Sind wir unsichtbar? Ihr könnt. Wir können nicht sagen, was da drin vor sich geht. Unsere Kameras liefern keine Live-Bilder mehr, nur eingespielte Loops. Ja klar doch, das ist Meise, Richard Meise. Er leitet die laufende Schicht. Also befindet er sich noch im Gebäude? Na 100 Pro. Wenn er es verlässt, wird er von den Außenkameras erfasst und die haben wir unter Kontrolle. Also echt klasse. Ja. Moin! Na, Union gesehen? Trauerspiel. Ja? Komme. Polizei. Mindestens 3 SEKs. Das sind keine SEKs. Das ist die GSG 9. Scheiße. Und jetzt? Du Genie? Thomas. Die wissen über uns Bescheid. Da musste sie ja unbedingt persönlich beim Kommandeur vorstellen. Ganz ruhig bleiben, ja? Nix ruhig! Wir verlassen uns auf dich und du... Wenn du hier weiter rumbrüllst und dich einer der Kollegen hört, dann wirst du ihn entsorgen. Leise, effizient und unauffällig. Und jetzt halt die Klappe und tu, was er sagt. Ihr seid heute Abend im Flieger von Prag nach Havanna. Wie geplant. Pass auf, dass hier keiner reinkommt. Die Produktion ist bereits gestoppt worden. Im Hauptlager sind alle Schaltkreise gesichert gegen Funkenschlag. Absolutes Feuer- und Rauchverbot. Wenn es jemand auf einen größtmöglichen Schaden anlegt, wo müsste er die Sprengsätze platzieren? Naja, die äußeren Kesselräume. Zurzeit lagern da mehr als 20 Tonnen Düngemittel. Schließen beide ans Hauptlager an. Hier und hier. Ja, das würde eine ganz schöne Detonation ergeben. Und einen Krater, soweit das Auge reicht. Wissen wir. Jemand hat den Zugang zum Produktionsbereich abgeriegelt. Moin! Okay, wie kommen wir da rein? Was ist mit Lichtschächten? Luftzufuhr, Kanalisation. Zur Not gehen wir auch durch die Wand. Da geht doch. Bei anderen läuft es auch nicht nach Plan. Trotzdem drehen die nicht gleich durch und sprengen Leute in die Luft. Wer ist das? Der Vater von Gauss war ein hohes Tier bei den Grenztruppen. Saß in Tegel ein wegen der Mauerschüsse. 98 hat er sich dann in seiner Zelle erhängt. Kurz darauf verschwindet Gauss vielleicht ins Ausland. 6 Jahre später bewirbt er sich unter dem Namen Richard Meise als Chemielaborant bei Nitrachem. Lebenslauf überzeugt. Niemand bemerkt, dass alles darin gefälscht ist. Gauss alias Meise wird eingestellt und als ruhiger und fähiger Mitarbeiter geschätzt. Tatsächlich aber plant er in Ruhe sein Coup. Verletzte Ehre, Hass, Rache. Die Frage ist, ob er das allein durchziehen kann. Hat er Komplizen? Wenn ja, wen? Kollegen im Werk? Sitzt jemand im Kuba und kontrolliert den Geldstrom? Atlas 100 von 5-1. 100 hört. Wir gehen übers Dach rein, verwenden PT-Munition. Verstanden, 5-1. Ist ein Sicherheitsglas, 40er Stärke. Mit einer Schneidladung und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wie
Die Bombe ist scharf, Kommandeur. Ich bin nur Polizist und nicht autorisiert, mit Ihnen zu verhandeln. Das Innenministerium glaubt, Ihre Männer könnten mich stoppen. Aber wir beide wissen, dass dem nicht so ist. Sie sollten Ihren Einfluss geltend machen. Stoppen Sie den Countdown, dann rede ich mit den Leuten dort. Reden Sie mit den Leuten und ich stoppe den Countdown. Sie müssen uns mehr Zeit geben. Ich muss gar nichts. Sorgen Sie dafür, dass das Geld überwiesen wird. Oder Ihr Lebenslauf hat einen hässlichen Fleck bekommen. Habt ihr nichts zu tun? Im Moment scheint er hier in diesem Flur zu sein. Nicht gesagt, dass er da auch bleibt. Seit 30 sucht auf 2 Uhr. Seit 70 auf 6 Uhr. Und wir kümmern uns um Gauss. Los geht's. Die zahlen mich. Kommt noch. Vertrau mir. Also, raus mit euch. Und keine Diskussion. Danke, Martin. Und wegen vorhin? Schon gut. Du wirst mir fehlen. Pass gut auf dich auf. Nein. Na geh schon. Martin, was machst du? Wie? Bleiben Sie ganz ruhig. Ganz ruhig. Sie suchen mich? Hände hoch! Sind die geladen? Die Hände dahin, wo ich sie sehen kann, langsam! Ihr seid doch Profis. Lust, es herauszufinden? Hände an die Wand. Jetzt zu Hause. Natürlich, nach der Befragung beim BKA. Die 5 und ich reden mal in Ruhe mit Herrn Gauss. Der Rest geht wieder auf die Suche. Das Gebäude kann jederzeit hochgehen. Und Sie sind für meine Sicherheit verantwortlich. Wo sind die Dinger? Frustrierender Job, was? Aber doch, wenn ich das mal ordentlich zuschlagen dürfte. 7 Jahre arbeitslos, nachdem man zur Elite gehört hat. Das nenne ich frustrierend. Geht Ihnen bald genauso.
Kapsel Nummer 1 befindet sich, warten Sie, Sie haben doch bestimmt einen Lageplan. Ein 100 von 5-3. Wir haben seinen Spind entdeckt. Üblicher Kram, Aktentasche, Klamotten, Medikamente. Sieht nicht nach Hausapotheke aus. Chromiron. 5-1 an alle. Kapsel Nummer 1 befindet sich am Kessel Charlie, India 34, Alpha, Foxtrot 01. Höhe 2 verstanden, da sind wir gerade. Wir übernehmen das, Kaspar und ich. Höhe 1 von 5-2. Sprengsatz gefunden. Zylinderförmige Kapsel. 5 mal 15 mm. Ist kein Zünder erkennbar. 5-1 verstanden. Wie viele gibt's noch und wo sind sie? Die eine wird Ihnen helfen, sich ein Bild zu machen. Und dann werden Sie das Innenministerium darauf hinweisen, dass ihm nur sehr wenig Zeit bleibt, meine Forderungen zu erfüllen. Eine Katastrophe zu verhindern. Wo sind die anderen Kapseln? Könnte Flüssigsprengstoff sein. Aber wie zum Teufel zünde das Ding? Scheiße. Was ist damit? Nein, nur das Fabrikgelände evakuieren. Alles andere ist nicht zu handeln. Ja, danke. Er lässt sich anstandslos festnehmen, also Urhaftstadt Kuba. Trotzdem fordert er nach wie vor die Überweisung. Das Medikament, das Gauss im Spind hatte, Promiron, ein Aufbaupräparat, in der Regel nur für Krebspatienten, zur Stärkung. Krebs? Gibt's dazu irgendwas in seiner Personalakte? Nein. Nehmen wir an, er ist krank, todkrank unter Umständen. Das würde natürlich einiges erklären. Er hätte nichts mehr zu verlieren, aber das macht ihn natürlich umso gefährlicher. Und wer kriegt dann das Geld in Kuba? Fidel? Irgendjemand, der ihm nahesteht. Ehefrau, Freundin, Kinder, Familie. 100 von 5-1. Gauss ist nicht kooperativ. Okay, schaffen wir ihn her. Befragen wir ihn hier. 2 Sprengkapseln sichergestellt, jeweils einen Sektor A und C. Flüssigsprengstoff laut Kaspar. Unklar, wie die Dinger gezündet werden. Entschärfung vor Ort ist nicht möglich. Transport wird vorbereitet, wir suchen weiter. Da waren 3 drin. 5-2 in alle. Es handelt sich um 3 Sprengkapseln. Eine muss hier noch irgendwo versteckt sein. Trockeneis gekühlt. Ist ja ganz schön aufwendig. Die Kessel, wo wir die anderen gefunden haben, waren beide ziemlich warm. Hey! Pack das Ding auf Eis, sofort! 5-2 in alle. Wir vermuten ein thermisches Zündprinzip. Die Dinger gehen in die Luft, wenn es ihnen zu warm wird. Ab sofort Suche konzentrieren auf Bereiche, wo es warm ist. Kühlwasserableitungen als erstes. Verstanden, 5-2. Neue Erkenntnisse? Nein? Ich kenne das Gefühl, wenn man merkt, dass man verliert. Nehmen Sie einen gut gemeinten Rat an. Akzeptieren Sie es. Lagezentrum, GSG 9. TNV3. Trinitrodiamin hier, PET hier. Verhältnis 10 zu 3. Die Trennmembran besteht aus einer wachsähnlichen Substanz, Stearinderivat. Wenn das beides zusammenfließt, dann kracht's. Und in Verbindung mit den Mengen an Düngemitteln gibt das den Super-GAU. Atlas 100 von 5-1. 100 hört. Dritte Kapsel fehlt immer noch. Wir suchen weiter. 3 passen in die Thermoskanne. Vielleicht waren es doch nur die 2. Und was schlägst du vor? Hoffen und beten? Nee, Frau Gräfin. Ich denke nur nach. Wann schmilzt die Membran? Laut Kat die Uhr ab einer Temperatur von 35 Grad. Detonation schätzungsweise 90 bis 120 Minuten später. Ich hab was! Eine gewisse Dorit Sievers arbeitet ebenfalls bei Nitrachem als Verfahrenstechnikerin. Sieht der Schwester von Gauss verdammt ähnlich. Und sie war in der gleichen Schicht heute. Scheiße. Die befreiten Mitarbeiter, sind die noch beim BKA? Bender hier.
Dein Bruder ist ein Genie. Egal, was ich immer gesagt habe. Uns da so rauszuholen. Er wird sterben. Heute noch. Glaubst du, er lässt sich einfach so festnehmen? Du kennst ihn doch, hast dich selbst dauernd über ihn aufgeregt. Über was? Wie persönlich er alles nimmt. Er will Rache. An denen, die uns das angetan haben, unser kaputtes Leben. Das mit unserem Vater. Er hat eine der Sprengkapseln geschluckt. Die Schwester von Gauss ist verlobt mit einem Kollegen von der Nitra-Chem. Thomas Iffland. Westdeutscher mit Bilderbuchkarriere, bei ihm sehe ich kein Motiv. Liebe oder die Aussicht auf 10 Millionen Euro. Was mit der dritten Sprengkapsel? Noch immer nicht aufgetaucht. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Die von der KTU können auch nur spekulieren. 5 Minuten? Vielleicht noch nicht mal die. Verbind mich mit dem Innenministerium. Nein, wir wissen nicht, wann sie hochgeht. Aber die Chance, sie zu finden, halte ich für gering. Was schlagen Sie vor? Aufgrund des zu erwartenden Schadens sollte man eine Zahlung in Betracht ziehen. Und Sie glauben, er hält sein Wort? Ich glaube, wir haben keine andere Option. Gut. Ich werde es veranlassen. Noch Ausbilder. Heute Kommandeur. Glückwunsch. Ich habe Sie damals als außerordentlich fähig eingeschätzt. Aber auch als Sicherheitsrisiko. Ich lag mit beidem richtig. IBAN, Swift-Code. 10 Millionen Euro. Soeben überwiesen. Warum sollte ich Sie belügen? Sie können es ganz einfach überprüfen, bitte. Es steht Ihnen frei. Sie können Telefon benutzen, Internet. Wir haben 2 Kapseln im Bereich des Hauptlagers gefunden. Wo ist die dritte? Ist keine da. Atlas 100 an alle. Suche einstellen. Laut Gauss hat es nur 2 Sprengsätze gegeben. Er hat uns jede der Stellen benannt. Sie stimmen mit den Fundorten überein. Gebäude weiterhin abriegeln. Z30 bleibt zur Bewachung. Alle anderen Rückmarsch. Atlas 100. Ende. Ich wusste, dass Sie zahlen. Warum auch nicht? Sie landen heute noch im Gefängnis. Und wer immer Ihr Mann in Havanna ist, wir kriegen ihn, bevor er auch nur 1 Cent ausgibt. Aber so ganz habe ich Ihren Coup allerdings nicht begriffen. Ich meine, Sie sind todkrank. Ihnen war von Anfang an klar, dass Sie in Ihrem Zustand nie an das Geld kommen werden. Sie wollen Wiedergutmachung und dafür töten Sie Menschen, die Ihnen nichts getan haben. Kollateralschäden. Wir beide wurden dafür ausgebildet, mit sowas leben zu können. Nein. Ich wurde dafür ausgebildet, Leute wie Sie zu stoppen. Mann, mein Konstruier hat erst die Sprengsätze und dann den Transportbehälter. Es muss also 3 davon geben. 4 Sets haben mehrfach alles abgesucht. Mag ja sein, dass einer von uns blind ist, aber nicht alle. Kann schon sein, dass er nur geblufft hat. Jetzt hat er sein Geld und hält sich an den Deal. Ist ein völliger Quatsch, wir hätten ihn nicht abrücken dürfen. Ich verstehe dich. Ich finde den Typen auch zum Kotzen. Wenn es nach mir ginge, wegsperren. Irgendwo, wo es schön warm ist, mit Kapsel Nummer 3. Der Typ will, dass es hier kracht. Wer sagt, dass hier noch hier in der Fabrik ist? Ab 35 Grad werden die Dinger scharf. 35 Grad. Körpertemperatur. Scheiße. Nee, so krank kann der nicht sein. Ein Hirntumor. Und zwar von der üblen Sorte. Aber was soll's. Ich denke, dass mein Ende kurz und schmerzlos sein wird. Thomas, tu so, als ob du mich nicht hörst. Wir vermuten, dass Gauss die letzte Kapsel geschluckt hat. Sie kann jederzeit explodieren, also mach, dass du da rauskommst. Ich lasse das Lagezentrum evakuieren.
Es reicht, wenn Kaspar und ich da reingehen. Ihr anderen wartet hier draußen. Verstehe ich nicht. So langsam müsste mal was passieren. Wenn Sie raus wollen, würde ich jede Erschütterung vermeiden. Unterschätzen Sie mich nicht. Reicht das denn? Ich meine, der Raum ist darauf ausgelegt, eine Druckwelle von außen standzuhalten. Die Sprengwirkung der Kapseln ist begrenzt. Sie sollen nur den Tank zum Explodieren bringen, mehr nicht. Moment. Es geht ja immer noch um einen Menschen. Ich hab's Ihnen ja gesagt, Kommandeur. Kurz und schmerzlos. Ihn zu transportieren wäre zu riskant. Chirurgischer Eingriff wäre möglich da drin. Und dann? Wollen Sie ein ganzes OP-Team in die Luft jagen? Noch jemand da draußen? Herr Gauss. Sie haben den Sprengsatz konstruiert. Sagen Sie uns, wie wir Ihnen helfen können. Das ist das Irrsinnige am rechtsstaatlichen Gedanken. Die Pflicht, jedes Leben zu schützen. Selbst das eines Verbrechers. Irgendwelche Optionen? Kühlung. Er muss was Kaltes zu sich nehmen. Immerhin gehe ich mit dem guten Gefühl, dass das Ganze nicht umsonst war! Die Papiere bitte. Gott. Warten Sie! Mein Name ist Corinna Gauss. Nach mir wird vermutlich gefahndet. Mein Bruder wurde bereits festgenommen. Ich muss mit ihm sprechen. Sofort. Trinken Sie, Gauss. Nach allem, was wir wissen, wird die Membran durch Kühlung stabilisiert. Warum seid ihr nicht geflohen, Corinna? Warum seid ihr nicht abgehauen? Lass dir helfen. Das ist doch Wahnsinn. Wozu? Leb wohl. Herr Gauss, Sie müssen trinken. Herr Gauss, Sie müssen trinken.
Es hätten mehr Opfer sein können. Viel mehr. Mädels, ich brauche ein Bier. Noch mehr? Oder seid ihr alle schon verplant? Passe. Tut mir leid. Ich habe bereits veranlasst, eine Flasche Terecro Caillou Jahrgang 82 zu dekantieren. Nimm ihn noch mit. Der Kleine bringt bestimmt Leben bei euch in die Bude. Bei der Flasche sind eigentlich zwei schon zu viel. Wann hast du einen Termin? Mit dem BKA. Jetzt. Hab selber drum gebeten. Die Überwachungskamera einer Bank gegenüber der Kanzlei ihres Bruders. Diese Person da, kennen Sie die? Nie gesehen. Sebastian Vogler. Al-Olmani. Der Deutsche. Zeugen haben beobachtet, wie ihr Bruder mit ihm und seinem Begleiter in ein Fahrzeug stieg. Das war das letzte Mal, dass er lebend gesehen wurde. Der BND hat uns auf den Deutschen hingewiesen. Vor 4 Jahren ist er zum Islam konvertiert. Für einen Ingenieur für Klimatechnik sind längere Aufenthalte im Nahen Osten nichts Ungewöhnliches. Allerdings legt er dort Kontakte, die die Kollegen hellhörig machen. Sie sind sicher, dass Sie ihn nie vorher gesehen haben? Mit Ihrem Bruder oder Ihrer Schwester? Meine Schwester? Was hat sie damit zu tun? Die beiden besuchen die gleiche Moschee. Jetzt wollen Sie behaupten, meine Schwester hätte irgendwas mit Islamisten zu tun? Nein. Ich denke nur an die Nachricht, die Ihr Bruder auf Ihrer Mailbox hinterlassen hat. Er machte sich Sorgen um Ihre Schwester. Sie sich auch? ISIM verteilt Hilfsgüter im Flüchtlingscamp in Peshawar, Pakistan.